Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Heute zeige ich euch das fertige Kit vom Losi Rockray 1:10 Rockracer. Ich habe das jetzt fertig aufgebaut, das Auto. Es ist jetzt soweit fahrbereit und soweit komplett fertig. Und ich wollte euch ihn einmal noch im sauberen Zustand vorstellen, bevor es das erste Mal raus auf die Piste geht. Ich bin ihn bis jetzt noch nicht gefahren, daher kann ich noch zu den Fahreigenschaften noch nicht so viel sagen. Ja, ich möchte ihn aber euch einmal kurz vorstellen und zeigen, was mir so beim Bau aufgefallen ist und wie der Aufbau so war und was ihr beachten müsst. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe schon mal ein, zwei Tuning-Teile verbaut. Einmal ist unschwer zu erkennen, dass ich hier die ProLine Hyrex verbaut habe. Das ist der erste große Punkt, den ich bei diesem Auto verändert habe, weil diese Reifen sehr, sehr griffig sind. Und ich habe mich nur vom Hörensagen, ich habe diese Erfahrung jetzt selber nicht gesammelt, aber ich habe die Chance gleich ergriffen, die Reifen zu wechseln, weil diese hier noch nicht auf der Felge verklebt waren, die Originalreifen. Aber die Hyrex-Reifen sollen wesentlich besser sein. Die anderen sind ein bisschen zu weich, sind mehr zum Crawlen. Und ich habe vor, mit dem Auto nicht zu crawlen. Ja, das, so sieht die Karosserie aus. Ja, okay, das war es erstmal zu den Reifen. Entschuldigung, wollen wir erstmal eins abarbeiten, bevor wir zum nächsten gehen. Und die Reifen wurden mir bei Facebook empfohlen. Und ja, wird sich über kurz oder lang zeigen, ob die auch was taugen. Ich gehe da mal von aus, das sind Proline-Reifen und da werden, denke ich mal, werden wir keine Probleme haben. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Da haben wir hier einmal, gucken, kann man das denn sehen einigermaßen. Da haben wir hier einmal die Stoßdämpfer. Die sind komplett aus Kunststoff. Nur hier oben ist eine Rändelmutter oder eine Mutter, die den Kopf hält, die ist aus Metall und sonst ist der Dämpfer komplett aus Kunststoff. Der Zusammenbau der Dämpfer war eigentlich recht einfach, unkompliziert, wie eigentlich im Großen und Ganzen das gesamte Kit war relativ einfach aufzubauen. Die Anleitung war eigentlich soweit sehr gut. Nur das Einzige, wo man bei diesem Kit ein bisschen aufpassen muss, ist im Zusammenbau von den Differentialen. Da sind so kleine, ja, wie soll ich sagen, so kleine Plastikschneidschrauben, die in die Diffkörper gehen, welche mit einem ganz kleinen Kreuzschlitz festgeschoben werden müssen. Der muss schon sehr genau passen, weil die sind sehr schnell, gaulet man diese Schrauben über. Ich habe jetzt leider kein Beispiel hier, das habe ich jetzt auch nicht fotografiert. Da müsst ihr einfach selber mal in die Anleitung gucken oder so. Die gibt es dann, als lädt man sich einfach als PDF runter und da guckt man sich die Schrauben an. Die sind wirklich auch nur sehr, sehr klein. Und da muss man vorsichtig und mit Gefühl das Ganze zusammenziehen, damit sie auch letztendlich nachher dicht sind. Ja, was habe ich bei diesem hier gemacht? Ich habe hier noch dieses Diff-Gehäuse getauscht von das Originale, kann man das denn hier sehen, gegen Hot Racing. Das ist ein Hot Racing Diff-Gehäuse. Das habe ich wie folgt gemacht. Erstmal sind hinten am Ausgang vom Triebling größere Lager verbaut. Und zweitens sind bei dem originalen, wo der Tripling-Ausgang ist, sind nur zwei Schrauben drin und vorne nichts. Da wird das dann nur durch die Schrauben hier oben gehalten, zusammengehalten und so ist es selber nicht verschraubt. Da habe ich dann mich auch von Erfahrungen leiten lassen, und zwar, dass dann an 3S-Betrieb das Diff-Gehäuse sich dann teilweise aufweiten sollte und dann zieht das Dreck hinein. Die Passgenauigkeit war 100%, da gibt es nichts, sag ich mal, und wäre ein Tuning-Teil, welches ich auch empfehlen kann. Genau wie die Lenkung, die habe ich jetzt noch nicht abgeändert, die ist nur original. Das werde ich machen, sobald sie kaputt ist. Soll bei dem, allgemein bei dem Rockray die Lenkung ein Schwachpunkt sein, weil diese sehr filigran aus Kunststoff ist. Das ist nicht nur bei dem 1:10er, das soll auch bei den 1:6ern Super Rockray und Super Baja Ray soll das wohl ein größerer
ein größerer Schwachpunkt sein. Ich selber habe es noch nicht kaputt gekriegt, aber wenn, dann werden diese Teile dann auch sofort durch Aluminium getauscht. Ja, gehen wir mal hier weiter. Hier bei dem Kit sind einmal Lichteinsätze dabei. Ich habe hier noch LEDs eingebaut. Sieht eigentlich sehr gut aus. Wie allgemein, er hat auch hier oben eine Lichtbar. Das kommt eigentlich im Dunkeln sehr gut. Allgemein die Karosserie habe ich selber lackiert. Da habe ich mich für dieses Schnipseldesign entschieden, nenne ich es jetzt mal. Das ist mir eigentlich soweit ganz gut gelungen. Kann man auch hier oben sehen. Und ja, ich nehme euch einfach mal in die Hand jetzt. Ich glaube, das ist, kann ich euch die Sachen besser zeigen. Ja, upsala. Auch hier das Interieur. Was mir aufgefallen ist, die Aufkleber hier. Entschuldigung, meine Finger sehen ein bisschen ramponiert aus. Ich habe ein bisschen was gemacht. Das war ein bisschen zu trocken für meine Finger. Da habe ich immer so leichte Probleme mit. Aber sonst kommen wir aber erstmal wieder zum Auto zurück. Im Großen und Ganzen war der Aufbau hier nicht kompliziert. Die hinteren Dämpfer haben hier noch einen Schutz, wenn ich ihn jetzt einfeder, kann man da sehen oben links. Das sind so Stopper, sage ich jetzt mal. Der Käfig ist schön im Grau gehalten. Gucken wir einmal hier hinten. Das ist ein Tuning-Teil von dem Auto gewesen, welches schon dabei ist. Hier haben wir die auch einmal aus Metall, die Kunststoffschrieben. Hier sieht das so aus. So, dann gucken wir uns diese Seite nochmal an. Da kann man jetzt leider nicht viel erkennen, weil das alles sehr verbaut ist. Um ins Innere zu gucken, müsste ich jetzt die Karo abnehmen, aber das wollen wir in diesem Video jetzt nicht. Das werde ich vielleicht mal im anderen Video zeigen. Dann gucken wir ihn uns einmal von unten an. So sieht das Ganze von unten aus. Man kann einmal sehen, dass die Querlenker leicht nach vorne gerichtet sind. Das ist einmal die Chassisplatte. Dort ist der Motor unter mit einem fixen Ritzelspiel. Da hat man mehrere Stufen, wo man das verschiedene Zahnräder fahren kann. Und das Ganze ist auch über verschiedene Stufen einstellbar mit der jeweiligen Zähneanzahl. Das erleichtert vielen, die nicht so das Händchen haben, sage ich jetzt mal, das Ritzelspiel einzustellen, ungemein. Ja, hier haben wir einmal die Antriebswelle. Mal gucken, ich lege den mal auf den Rücken. Dann drehe ich den nochmal kurz, damit wir vielleicht ein Ticken besser sehen. Das ist die Antriebswelle. Ja, der Mittelteil der Antriebswelle ist aus Kunststoff und die Gelenke vorne und hinten sind jeweils aus Metall. Das gleiche, drehen wir nochmal, zack, das gleiche Bild ergibt sich auch vorne. Da kann man das sehen. Die Teile, die Gelenke sind aus Metall und die Mittelteile sind aus Kunststoff. So, was ich bisher gehört habe, soll es damit keine Probleme geben. Viele haben ja mal etwas Angst, sobald etwas bei den Antriebswellen aus Kunststoff ist. Ich sag mal so, die Teile sollten halten, machen einen sehr, sehr guten Eindruck und sind für diese Verhältnisse, für dieses Auto eigentlich sehr gut dimensioniert, muss ich sagen. Das ist allgemein auch bei dem großen Rock Ray ist das genauso. Der hat diese Sachen auch aus Kunststoff. Der Baja Ray 1:6 hat hier CVDs. Das liegt wohl daran, dass sie sich bei diesem für diese Teleskopantriebswellen entschieden haben, weil der einen höheren Federweg hat. Und die Antriebswellen mit den Knochen hier innen drin, die können wahrscheinlich diesen Winkel nicht leisten oder erbringen und würden dann klemmen, voraussichtlich. Das weiß ich jetzt nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie sich hier für diese Antriebswellen entschieden haben. Was wollte ich denn noch sagen? Was mir noch aufgefallen ist bei dem Auto, wenn ich ihn jetzt einfeder, was eigentlich nicht so schön ist, er kann nicht durchsacken. Er kann nicht bis zum Boden. Seht ihr das? Da ist Feierabend.
bin gespannt. Normalerweise ist es für die Dämpfer besser, wenn das Auto durchschlagen kann nach unten hin. Der kann das jetzt 0,0. Ja, dann muss ich nochmal gucken, ob das, wie sich das im längeren Betrieb verhält, weil jetzt die ganze Energie, wenn er durchschlägt, geht auf die Dämpfer. Normalerweise müssten hier genauso wie hinten so Gummipuffer unter, die jetzt hier bei dem Auto nicht dabei gewesen sind. Für meinen Geschmack hätten sie vorne aufgebaut werden müssen. Ja. Und sonst, ich habe ihn jetzt mit dem Original Öl befüllt. Die Differenziale wurden mit 5000er befüllt, vorne und Mitte. Original soll da nur Fett rein. Ja, ich persönlich habe es lieber mit Differenziale befüllt und es fühlt sich so im Großen und Ganzen auch ganz gut an. Die Dämpfer habe ich jetzt mit dem Original befüllt, wo ich sagen muss, ich kann euch die Viskosität nicht sagen, da steht einfach nur Silikonöl drauf. Und auch in der Beschreibung kann ich nicht sehen, welche Viskosität das Öl hat. Da muss ich nochmal genauer recherchieren, was das ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, jetzt ist da kein Akku drin. Aber vom Dämpfungsverhalten muss ich sagen, auch hinten, da muss ich noch die Vorspannung vielleicht einen kleinen Ticken erhöhen. Aber vorne sieht das eigentlich schon sehr gut aus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, was mir noch einfällt, viele benutzen diesen Wagen auch als Rockcrawler. Und für viele ist die Verschränkung jetzt noch interessant. Ich zeige es euch mal. Ich hebe ihn, kann man das komplett sehen? Ja, ich hebe ihn jetzt mal hier hinten an. Und mal gucken, wann das Rad vorne hochkommt. Jetzt kommt das Rad hoch. Das ist die Verschränkung von dem Auto. Ich finde, es ist okay. Natürlich, das Ding ist auch, der ist vorne durch die Dämpfer begrenzt. Dann würde er wahrscheinlich noch mehr Verschränkung zulassen, wenn die Dämpfer vorne einen Ticken länger wären. Ja, was habe ich hier verbaut? Ich habe hier eine Max 10 SCT-Kombo verbaut. Das habt ihr auch schon in meinem Unboxing gesehen. Da hinten zwischen den Fahrern kann man das so ein bisschen erahnen. Den Regler. Der Motor sitzt dazwischen. Das kann man jetzt leider nicht sehen. Und als Servo, da kann man sehen, da habe ich ein Spektrum-Servo verbaut. Genau wie die Empfänger ist auch von Spektrum. Und ja, Servo ist etwas höher. Das passt da wunderbar rein. Da braucht man sich mit, wenn man jetzt ein hohes Servo hat, braucht man sich da keine Gedanken machen. Da ist genug Platz. Da passt so ziemlich jedes 1 zu 10er oder passt eigentlich jedes 1 zu 10er Servo rein. Da dieses Spektrum, was ich habe, das S8000, das ist schon sehr hoch gebaut. Ja. Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts weiter mehr großartig zu erzählen zu dem Auto. Ich würde jetzt demnächst mal den First Run machen, wenn das Wetter mal besser werden würde. Im Moment ist es hier nur am Regnen. Und dann würde ich mich wieder melden. Vielleicht seht ihr noch vorher noch mal ein anderes Vorstellungsvideo, ein anderes Unboxing von Teilen, die ich hier habe oder so. Und ja. Das war es eigentlich soweit zu dem Losi Rockray 1 zu 10. Eventuell könntet ihr auch nochmal demnächst seinen großen Bruder sehen, aber das dauert noch einen kleinen Augenblick. Ja, was ich noch vergessen habe, ich habe ihn hier hinten, das hätte ich fast noch vergessen, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich habe ihn hier hinten auf XT90 umgelötet. Ich habe den Einsatz ein bisschen zerschnitten, zurechtgedremelt und das passt jetzt auch einigermaßen. Rutscht auch nicht raus, nicht rein, ist von oben ganz normal gesichert. Und ja, sagen wir so, es gibt welche, die drucken da mit einem 3D-Drucker die passenden Einsätze zu. Ich habe das bis jetzt immer so eng gedremelt selber, weil ich sowieso nur XC90 fahre und EC5 überhaupt nicht für mich in Frage kommt. Deswegen ist das für mich jetzt auch nicht relevant, das Teil heile aufzubewahren. Auch wenn ich ihn nicht verkaufe. Die meisten fanden XT90, deswegen finde ich das nicht so tragisch. So,
Das war's jetzt aber auch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei beim nächsten Video und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video seht und bis zum nächsten Mal.